So, es gibt immer diverse Fragen zum Thema Hundefütterung und die grundsätzliche fängt schon damit an, wie viel fütter ich meinem Hund und wie oft. Also grundsätzlich gilt für die Häufigkeit der Fütterung, gerade wenn der Hund noch ein Welpe ist oder ganz jung ist, sollte der schon mehrmals täglich kleine Rationen, also die Tagesration, die er benötigt, auf kleine Rationen bekommen. Und man kann dann irgendwann auf dreimal gehen oder auch auf zweimal. Es gibt Leute, die füttern ihren Hund nur einmal. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich zu wenig ist, gerade wenn die Hunde älter werden. Weil umso älter die werden, umso weniger können die das Essen, was sie aufnehmen, auch wirklich verarbeiten und haben dann halt dauerhaft Hunger, wenn sie nur einmal am Tag was bekommen und es geht sowieso eigentlich nur wieder raus, ohne dass sie wirklich Nährstoffe davon inne behalten, ist es halt wirklich schwierig. Wir füttern unsere Hunde zweimal am Tag, das heißt, die angegebenen Futterrationen, die die Hersteller auf ihren Futtersäcken oder Dosen, was auch immer ihr füttert, Trocken- oder Nassfutter, angeben, stehen immer hinten drauf. Das ist eine Richtwertmenge, das heißt nicht, dass ihr genau das füttern solltet, aber gerade wenn ihr mit einem Futter neu anfangt, macht es schon Sinn, sich daran zu halten und dann einfach zu gucken, passt das für meinen Hund oder passt es nicht. Ich mache das so, dass ich für jeden Hund das Futter abwiege. Also es bekommt jeder genau die Menge, mit der er richtig eingestellt ist, mit der er weder zu noch abnimmt. Sollten die jetzt mal besonders viele Tage hintereinander wirklich viel, viel rennen, dann kriegen sie auch ein bisschen mehr, weil die dann halt dazu neigen, dass sie dann einfach wieder ein bisschen abnehmen. Aber in der Regel haben wir so für jeden Hund eine bestimmte Grammzahl an Futter, die der bekommt. Das heißt, ich mache das im Endeffekt mit so einer ganz normalen Küchenwaage. Stell mir einen Napf drauf und nulle diesen. Wenn ich jetzt hier sehe, ein Hund, der 5 Kilogramm wiegt, sollte 146 bis 194 Gramm am Tag bekommen und mir so einen Mittelwert nehme, nehme ich zum Beispiel 180 Gramm und teile das durch 2. Das heißt, er bekommt 2 mal 90 Gramm. Also, die meisten Hunde bekommen natürlich zusätzlich noch Leckerlis. Das muss man immer bei der Tagesration mit bedenken. Wenn man sehr viel über das Thema Leckerligabe arbeitet, also heißt das ganze Training und jeden Tag nur darauf aufbaut, dass der Hund für alles, was er gut macht oder was er macht, dafür als Belohnung ein Leckerchen bekommt und nicht nur Belobigung, was man zum Beispiel auch machen kann. Dann sollte man definitiv die Tagesration deutlich reduzieren oder aber von dem Futter, also statt zusätzliche Leckerlis zu geben, von dem Trockenfutter die Futterhappen einfach wegnehmen und als Belohnung geben, über den Tag verteilt. Es gibt auch Hundebesitzer, die ihre Hunde komplett das Futter erarbeiten lassen. Also die kriegen im Napf im Endeffekt gar nichts, sie bekommen alles nur über die Arbeit. Aber das muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen, wie es für ihn am besten ist und was er da mit seinem Hund auch vorhat und macht. Und habe jetzt hier 90 Gramm abgewogen und das wäre dann eine Portion. Er bekommt dann bei uns mittags und abends 90 Gramm. Ich weiche unser Trockenfutter immer in Wasser ein, weil es gibt einfach Hunde, die trinken nicht genug. Die trinken maximal mal, wenn sie irgendwie wirklich mal Durst haben, nachdem sie sich verausgabt haben, aber nie irgendwie direkt nach dem Futter. Deswegen weiche ich das Futter immer direkt in Wasser ein und sind gezwungen, das Wasser mit wegzutrinken mit beim Fressen. Wer das nicht macht, wo man sagt, der Hund trinkt auch wirklich genug, immer frisches Wasser mit dazu. Also immer einen zweiten Napf dazustellen, in dem frisches Wasser ist, egal ob der Hund Trocken- oder Nassfutter bekommt, dass die immer ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen können. Ja, wichtig ist noch zu wissen, wenn ihr mit einem Futter anfangt, egal ob Nass- oder Trockenfutter, dann habt ihr natürlich erstmal nur den Richtwert, den der Hersteller vorgibt. Der kann für euren Hund passen, der kann aber auch komplett daneben liegen. Beobachtet euren Hund ganz genau, ob der nach ein paar Tagen abnimmt, ob er zunimmt, ob er irgendwie schlapp ist oder ihr das Gefühl habt, der hat zu wenig Energie oder der ist total überdreht. Dann sollte man wirklich, wenn eins dieser Fälle irgendwie auftritt, das Futter anpassen. Also bei einem Kurzhaarhund sieht man es relativ schnell, ob er zunimmt oder abnimmt. Beim Langhaarhund muss man ihn dann natürlich wiegen, um es zu sehen. Wichtig ist, dass
Hat er zugenommen, die Futtermenge, die Tagesmenge reduzieren und hat er abgenommen, die Futtermenge wieder vergrößern, also mehr geben als das, was da draufsteht. Und zwar würde ich das immer so mit 10 bis 20 Gramm pro Tag anfangen. Also nicht gleich irgendwie 100 Gramm mehr, sondern 10 bis 20 Gramm am Tag mehr oder weniger. Dann wieder ein paar Tage austesten, ob das dann hinhaut oder ausreicht. Und dann wieder den nächsten Step, bis ihr euren optimalen Punkt gefunden habt, wie der Hund am besten klarkommt. Den Platz, wo euer Hund frisst, könnt ihr auch ganz individuell gestalten. In der Regel ist dieser in der Küche, dort wo auch das normale Essen zubereitet wird, oder aber auch im Flur. Wenn man mehrere Hunde hat, sollte man wirklich darauf achten, dass die sich in Ruhe lassen. Das heißt, wenn einer langsamer frisst und der andere schneller fertig ist, dass der dann nicht sagt, alles klar, ich bin fertig, geh jetzt an deinen Napf und bedien mich dort weiter. Ansonsten sollte man die Hunde schon irgendwie so ein bisschen räumlich voneinander trennen. Wenn das aber gut funktioniert, können die alle nebeneinander, aber mit ihrem festen Platz fressen. Es ist wichtig, dass jeder Hund seinen festen Platz hat und seinen Napf quasi auch. Und wie ihr rausfindet, ob euer Hund zu dick oder zu dünn ist, zeige ich euch im nächsten Video. Abonniert diesen Kanal und dann könnt ihr das auch sehen.